Na, steh auf! Nein! Nicht dahin! Ah. Ich muss schnell die Treppe hoch, Treppe hoch. Uff. Okay. Du weg. Nachladen. Nächster. Hey! Ich hatte den gerade so schön im Visier. Oh. Nein, du sollst doch nicht. Ach, leck mich. Dann bin ich jetzt halt hier unten. Da kam er doch wieder zurück. Ich dachte, der rennt da jetzt noch die Treppe hoch. Kann man abwarten? Quatsch. Und ey, das kann doch nicht. So. Meine Schrotflinte. Ich finde eine Schrotflinte. Los, kommt, Jungs. Mädel. Weiter. Ja! Pisser! Kill euch alle! Oh nein. Der eine hat ein Xenotech-Schild. Werde ich mich wohl um den erstmal kümmern, der kein Schild hat. Na los. Make my day. Aber ist immer noch da. Ist nicht weggegangen. Bleib hier! Oh, Penner! Oh nein. Achso, ich dachte schon, ich wäre jetzt am Boden gewesen. Was sind das für komische Geräusche?
Oh nein, nicht noch einer. Los, komm her. Ich hab dich gleich. Raketenwerfer, Raketenwerfer. Oh nee. Hat er sich schon wieder das Schild draufgeholt? Geh kaputt. Oh, jawoll. Oh, Mann, ey. Krank. Los jetzt, bevor ich es mir anders überlege und doch den Flammenwerfer lieber mitnehmen. Also den könntet ihr von mir aus eigentlich oder irgendwer von euch mitnehmen. Das wäre weitaus besser. Level up verteilen. Ich will noch ein bisschen mehr Schaden machen hier. Die Waffe ist weg. In der Hoffnung, dass wir dann überhaupt noch passend ankommen, weil das wird ein ziemlich großer Knall werden. Na dann. Es bringt Frieden. Es tötet Millionen. Nur wenn sie darauf beharren. Das Blutvergießen wird enden. Aber das ist unsere letzte Chance, jenen Frieden zu bringen, die ihn alleine nicht finden. Schwachsinn. Sie sind kein Engel oder ein Heiliger. Sie sind nur ein weiterer Typ mit so viel Geld, der gerne Reden schwingt. Gut, verzichten wir auf weitere Reden. Oh. Oh nein. Waffensystem aktiviert. Shit. Okay. Wie zum Henker soll ich den jetzt bitte schon treffen? Oder eher gesagt, überhaupt in irgendeiner Art und Weise.
Scheiß bist du? Wo zum Henker hat der eine Schwachstelle? Ich hätte den zweiten persönlich umlegen sollen. Liebe Damen, jemand mit Ihrem Verstand will ich für Sie gerne rekrutieren. Oh. Hallo. Da sind Sie ja. Izzy! Halt durch! Hallo, jetzt rennen doch nicht alle weg. Dort. Oh Mann, ey.
komm her, Dalton. Da oben bist du. Kleiner Pisser. Schalt also dein Schild aus. Jetzt wirst du zu Kleinholz zerschreddert. Scheiße. Jacob, bleib hier! Sterb mir jetzt nicht weg! Oh! Hallo! Hey! Wo seid ihr alle hin? Haut doch nicht immer ab! Bin immer der gleiche Scheiß! Nachladen, nachladen, nachladen. Jetzt verreck endlich! Ja! Du scheiß Schweinekerl, Priester, Arschfotzenkopf! Experimentelle chemische Bombe darstellen.
Scheiß Software, Soundbug. Der Befehl ist inzwischen außer Kraft. Sie und Devereaux sind freie Männer. Mit Fables Gruppierung werden wir uns im Kern befassen. Wer sind Sie? Devereaux Tochter ist tot. Wer sollte es wissen? Sie nennen sich selbst den Grigori Orden. Und bis gestern waren wir uns nicht mal sicher, ob sie überhaupt existieren. Ab jetzt wird alles noch schlimmer. Das modifizierte Fuse mag fort sein, aber der Rest ist noch da. Die Grigori werden danach suchen. Und ohne ihr Team bezweifle ich, dass wir sie aufhalten können. Was war das? Nee, das war's. Hallo? Das sah so aus als... Keine Ahnung. Och Mann. Ist das ärgerlich. Oh. Na gut. Aber ganz ehrlich, Jungs, Mädels, wie auch immer, wer das jetzt hier auch gerade gucken sollte, falls überhaupt jemand guckt. Tja, ich würde mal sagen, das war Fuse. Im Guten und Ganzen muss ich ehrlich sagen, das Game ist geil, es macht unwahrscheinlich viel Spaß und ich denke mal, im Multiplayer ist es wirklich ein absolutes Fun-Game. Kann ich eigentlich da in der Hinsicht nur jedem ans Herz legen, dafür, dass es eigentlich auch relativ günstig ist. Da hat Insomniac auf jeden Fall eine richtig gute Leistung gebracht. Muss ich ehrlich sagen, Hut ab, das habt ihr richtig toll hingekriegt. Und das Einzige, was mich jetzt nur noch gestört hat, war natürlich in den letzten Level die KI, die alles andere priorisiert hat, aber nicht anderen Leuten den Arsch zu retten. Oder sich mal freiwillig selbst in den Tod stürzen oder sowas. Das habe ich vorhin die ganze Zeit über am Endkampf gehabt, als ich 2 Meter vor Izzy stand und sie hat mich nicht aus meinen Schlingen befreit. Nein, sie hat mich da einfach drin stehen lassen, ist dann abgehauen und dann anschließend kam dann so gesehen Fable und hat mich gekillt. Ist wirklich eine ganz tolle Situation gewesen, muss ich echt sagen. Das fand ich echt klasse. Ja, so eine KI sollten wir öfters in irgendwelchen Games haben, damit es einen wirklich den Spielspaß richtig versauen kann. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, das Game ist geil gemacht. Storymäßig, gut, aber die Zwischensequenzen waren auf jeden Fall nice. Genauso auch wie die Kommentare untereinander waren einfach göttlich. Ich musste so oft lachen im Spiel. Es war richtig geil. Von dem her, ich sage auf jeden Fall, das Geld für dieses Game ist gerechtfertigt. Es macht sehr viel Spaß. Wer Lust hat, es sich zu holen, wird es auf jeden Fall nicht. Also Geld ist auf jeden Fall keine Verschwendung dafür. Und an dieser Stelle sage ich dann erstmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play wieder, wie zum Beispiel The Last of Us, was hier im Moment noch bei mir läuft. Oder Resident Evil, obwohl ich glaube, wenn ich das jetzt hier, Resident Evil müsste glaube ich schon durch sein komplett. Also Resident Evil Revelations jetzt, wenn dieses hier auch jetzt komplett der letzte Teil online geht. Und ansonsten, ach ja, ich habe hier noch Deadpool rumliegen, das wollte ich eigentlich heute oder morgen anfangen, dann habe ich hier noch Ride to Hell, was mich natürlich auch reizt, was ich auch noch anfangen wollte. Es ist noch so viel Zeug, was ich noch tun muss. Skylanders geht ja jetzt auch wieder in die neue Serie rein. Einmal für Giants und natürlich auch für Swap Force, sobald es draußen ist. Dann muss ich eigentlich auch noch was Sachen noch machen ach hey, es ist noch so viel zu tun. League of Legends steht ja auch noch mit auf dem Plan. Das ist momentan so dermaßen viele Klamotten. Genauso auch wie Remember Me, was hier auch noch läuft. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles noch zeitlich runterbringen kann. Aber gut, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ich bin jetzt erstmal ruhig. Ich sage nochmal danke fürs Zusehen. Danke an euch, damit ihr, dass ihr mich mitbegleitet habt. Und wir sehen uns dann demnächst in einem anderen Let's Play wieder. Ich sage jetzt tschüss, bis bald. Euer Vampirius.